Und wir schauen an dieser Stelle geschwind nach Paris, denn Deutschland kann sich über einen weiteren Goldgewinn freuen. Der Mixed-Staffel im Triathlon gelingt in Paris eine Sensation. Es ist eine hervorragende Teamleistung der Athleten Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Laura Lindemann. Lindemann, die als Letzte für die Staffel antritt, überholt auf den letzten Metern ihre Gegnerin aus Großbritannien. Nach einer Stunde, 25 Minuten und 39 Sekunden überquert sie als Erste die Ziellinie. Aus Paris, Christian Beilfuß, zugeschaltet. Christian, ja, das ist ja wirklich eine Überraschung jetzt mit der Goldmedaille. Hat man damit noch rechnen können? Nee, ja, eigentlich nicht. Also das war wieder einer dieser Momente, was dann im Olympia ausmacht oder die Olympia ausmachen, weil das dann einfach Spaß macht zuzugucken. Für uns natürlich insbesondere, wenn den Deutschen da so ein Meisterstück gelingt. Aber sie waren Außenseiter. Sie hatten die Chance, ja, wenn es gut läuft, könnte Bronze dabei sein. Und es muss bei der Staffel ja alles ineinander greifen. Ne? Und dann geht das so, wie wir das dann da erlebt haben. Und es wird immer besser von Athletin zu Athlet und wieder zurück. Und das war einfach wirklich toll. Und als Laura Lindemann dann diesen letzten Sprint anzog auf der Zielgeraden, also das war einfach, ich dachte, halt überhaupt durch, damit du die Medaille hast. Und dann zieht sie da vorbei und stürzt auf die Ziellinie zu und hält das Tempo. Sehr, sehr beeindruckend. Tolle Leistung, war so nicht zu erwarten. Und das ist, wie gesagt, das Schöne an Olympia. Da passieren solche Sachen. Die Athleten werden es nie vergessen und wir, die wir es gesehen haben, dann auch nicht. Ein Haar in der Suppe gibt es aber trotzdem aus sportlicher Sicht, denn die belgische Triathletin Claire Michel, die musste ihren Start für heute im Mixed ja absagen. Sie hat sich eine Infektion nach dem Einzelrennen vergangene Woche eingefangen. Lag es möglicherweise an der Bakterienbelastung des Seine-Wassers? Jo, das ist nicht nur ein Haar in der Suppe, das ist ein Haar in dieser wirklich trüben Suppe, die hier entlang fließt, wie Flüsse halt eben so sind in solchen Städten. Und die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr groß, dass sich die belgische Athletin diese E. coli-Bakterienerkrankung, die sie sich zugezogen hat, beim Frauenrennen eben eingefangen hat. Weil es war ja ein bisschen überraschend, dass da plötzlich die Werte wieder stimmen sollten, nachdem tagelang das überhaupt nicht geklappt hatte mit den Werten in der Seine. Und da geht es ja insbesondere auch eben um genau diese E. coli-Bakterien. Und das wirft kein gutes Licht auf diese Triathlon-Wettbewerbe hier. Das wirft unter Umständen kein gutes Licht auf diejenigen, die darüber befinden, ob der nun gestartet wird oder nicht. Und die belgische Mannschaft, das belgische Team hat noch einen Aufruf an den internationalen Verband geschickt. Da steht drin, wir verlangen, dass es in Zukunft gesicherte Trainingstage gibt, gesicherte Wettbewerbe und gesicherte Wettbewerbskombinationen. Weil man hätte ja auch sonst verzichten müssen auf das Schwimmen und dann wäre zweimal gelaufen worden. Das wird im Triathlon natürlich keiner. Also, da muss viel draus gelernt werden aus dem, was beim Triathlon hier in Paris passiert ist. Christian, für den Augenblick erstmal vielen Dank nach Paris.